dann spürst du, wie er dich umfließt. Der Fels. Ich kann ihn flüstern hören. Okay. Das Flüstern der Felsen? Der Fels. Er hört. Lernst du zuzuhören und zu lauschen, wie du mir gelauscht, kann er preisgeben, was der Strom der Zeit an ihm vorbeigetragen hat. Tritt näher, auf dass du erfährst, wie du der Felsenstimmen vernehmen kannst. Sein Haus mehr hat geheult, aber dieser ist nicht gefahren. Du hast einen Zauber gelernt und ihn benutzen, öffnet das Inventar und klickt auf den Fels. Das war voll magisch. Die Stimmen des Waldes. Sie klingen trauriger. Seit meinem letzten Erwachen. Vielleicht ist dies mein letztes Erwachen, bevor ich eins werde mit dem Strom der Zeit. Diese Welt verändert sich. Die Welt flüstert mir von deinem Schicksal. Der Pfad, den du eingeschlagen hast, wird dich das Grauen lehren. Hüte dich. Hüte dich. Doch hält er auch Freude bereit, wenn du das findest, von dem du noch nicht einmal ahnst, dass du es verloren hast. Lass mich einen Augenblick länger der Welt lauschen. Nur ein paar Jahre lauschen. Dem Strom der Zeit. Sie ist eingeschlafen. Das Grauen? Und etwas finde, von dem ich nicht einmal ahne, dass ich es verloren habe? Ob Mama schon vom Einkaufen zurück ist? Es fühlt sich schon so lange an, seit ich sie gesehen habe. Nur Mut, Jeremias Haselnuss. Zauberer müssen stark sein. Jerry, du hast es geschafft. Du hast gelernt, das Flüstern der Felsen und Steine zu hören. Damit jeden Fels, der ein Gesicht gegeben ist, belauschen. Ein exzellenter erster Zauber. Probier ihn gleich einmal an dieser Kristallstatue aus. Der Zauber ruht auf deinem Zauberstab. Nimm ihn auf und richte ihn auf die Statue. Na, dann wollen wir es mal machen. Ich würde am liebsten an diesem Fuchs ausprobieren, der die ganze Zeit kichert. Es
Es beginnt. Der erste Nagel ist eingeschlagen. Was bedeutet das? Ich werde dir alles erklären. Ich muss mich mit dem Magier von Mauswald besprechen. Du weißt, wo du uns findest. Oder kontaktiere mich über den Ratersuch, wenn du meine Hilfe brauchst. Suche den Zugang zum nächsten Portalbaum. Dort wirst du deinen nächsten Zauber lernen. Doch den nächsten Portalbaum wirst du ohne meine Hilfe öffnen müssen. Suche nach den magischen Kreaturen, die in Mauswald leben. Eine hast du bereits kennengelernt. Einen kleinen Mann in Grün. Deine Karten verraten mir, dass du von ihm einen weiteren Zauber lernen wirst. Doch dazu musst du ihn bitten, das Portal in seine Heimat für dich zu öffnen. Denn nur dort kann er dich seinen Zauber lehren. Kleiner Mann in Grün. Oh nein, der ist bestimmt immer noch sauer auf mich. In der Tat, aber ich würde es gerne meinen Zauber mal mit der Fuchsstatue ausprobieren. Du bist lustig, kleiner Junge. Okay, es ist ein Mädchen. Und sie kann reden mit uns. Mauer. Dann rede ich mal mit der Statue hier. Noch eine Statue. Sieht aus, als ob diese Steinäuglein schon viel gesehen haben. Okay, gut, das hat jetzt nicht so viel gebracht. Guda! Da ist wohl jemand unzufrieden. So. Aber wir müssen den Kobold noch finden. Ich spreche mal mit der Statue hier. Du bist lustig, kleiner Junge. Okay, das hat nichts gebracht. Reden wir doch mal mit dir da. Muss ja irgendwas bringen. Da ist die Katzenstatue schon wieder. Der schläft tief und fest. Wir schlafen die Zwerge wie verrückt. Kann ich mir eventuell ein bisschen für Blausaft dafür? Nein, das gehört nicht in mein Fessel. Natürlich gehört es mir in mein Fessel. Mein Becher ist sicher eine Halswegwaffe. Zwerge haben die Blausaftproduktion wieder angekurbelt. Aber bei dem Kraft könnte ich nicht schlafen. Kann ich nicht mit dem Wasserhahn? Nein. Lalalala. Und es dreht sich links herum. Cool. So macht man also Blausaft. Die Maschine läuft wieder. Steht still.
Vielleicht sollte ich die Finger davon lassen. Es steht schon vielleicht, das steht sogar auf der kleinen Lastbett. Und es dreht sich links herum. Cool. So macht man also Blausam. Okay, dann kann ich jetzt vielleicht das Fass rüberstellen? Nein. Okay, ich lasse es sein. Da draußen? So, na dann. Kann ich vielleicht mit dem Ding auch aus dem... aus der Rübe ich was... Ich bin besser, Vorsicht. Nee, das geht nicht. Ich brauch Rübensaft. Kann ich da vielleicht was abzapfen? Lol. Perfekt. Hey, da kommt jetzt schon Saft aus dem Hang. Jetzt kann ich Rübensirup zapfen. Ernsthaft? Okay, gut, dann halt. Ein Becher voll dickem, süßen Sirup. Schon klar, okay, naja. So viel ich mache. Oder ich den Rauch anschauen. Fehlende Zutaten, eine Handvoll süßer roter Beeren, Schokolade, etwas Milch und Rübensirup. Wie soll ich den Milch herbekommen? Wo bekomme ich den Milch her? Hallo, Eisenstatue. Okay, kann ich aber leider nicht, bin ich nicht stark genug, tut mir leid, deine Statue. So, ich brauche Witze. Ich sollte mich lieber mit Witzfreunden unterhalten. Ah, okay. Witzfreunde, hallöchen, hi Jonathan. Ich suche Witze. Bitte, keine Witze. Ich habe Kopfschmerzen. Uhu. Okay. Das hat jetzt irgendwie nicht viel gebracht. Witze? Okay, dann vielleicht hier mit der Dame. Extravagant! Extravagant! Willkommen! Hey du! Komm zurück! Ich sollte mich lieber mit Witz... Okay, okay, okay. Hey du, Witze! Ich sollte mich lieber... Okay. Ich sollte mich lieber... Ich sollte mich lieber mit... Ich sollte mich Witze. Hallo? Lalalala. Na, ist der wieder? Ein Mann im Bild. Ich nehme mal die Kleidung. Der kleine Kerl hat seine Kleidung auf den Tisch gelegt. Die schnapp ich mir. Hacke Peter und Ziegenbrick! Du kannst mich ja sehen! Was willst du von mir? Ich, suche ein Baumportal. Willst du meine Welt einbrechen? Und ich soll dir noch dabei helfen? Mieser Erdbeerser!
ich. Okay, okay. Lass mir keine Wahl. Leg meine Kleidung zurück und dreh dich um. Dann helfe ich dir. Und hör auf meinem Kleber zu starren. Ihr. Oh. So, schon besser. Na, da tritt mich doch ein Schaf. Wo ist denn mein Hut? Den hab ich noch. Profi-Erpresser. Was? Nun gut, triff mich bei Nacht oben auf dem Rathaus. Dann zeige ich dir den Weg in meine Welt. Aber bring gefälligst meinen Hut. Profi-Erpresser? Ich will doch Zauberer werden. Was treibst du da, Junge? Das klingt nach schlimmen Selbstgesprächen. Quatsch! Hier war ein kleiner grüner Mann, den nur ich sehen kann. Alles klar. Hoffentlich ist der nicht gefährlich. Was? Nee, nichts. Wie bist du der? Hier ist leider der Mann, den ich sehen kann. Diese große Blut? Nee, ja. Nanu? Jetzt sieht es fast aus, als hätte die Statue Augen.